So, und jetzt geht es nochmal weiter mit Jazz. Radio TV Plus ist jetzt in Basel, nämlich geht es um Old-Time-Jazz. Bei mir ist der Jan van Bergel. Jan, was ist das für eine Reihe, die ihr hier macht? Und was sind das für Leute, die hier spielen? Die Leute, die hier spielen, sind der Hiroki Ichikawa an der Klarinette, der Dieter Jenny am Bass, der Us Hubi Hubschmidt am Banjo und ich selber am Saxophon und Gesang. Und die Reihe, die wir machen, das ist eigentlich nur Orleans Jazz durchs Band weg. Und ich habe gesehen, da gibt es ganz viele Matinees. Im Gleibeck Casino sind wir übrigens an dieser Stelle. Ich habe wirklich gestaunt, Regio Six Band kommt. Dann kommen Wizard of Creole Jazz, Louisiana Hot 7, Pop House. Alte Jazz habe ich angesprochen. Ich stelle jetzt auch fest, ich habe die zum Interview geholt und die spielen einfach weiter, es geht auch so. Ja, 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 das ist so. Ich habe zwar gesagt, sie sollen nicht spielen, weil wir ein Interview haben, aber leider geht es. Können es nicht lassen. Man merkt eure Spielfreude an. Wie hast du denn mal die Musik gefunden? Ich meine, zu deinem Zeitpunkt war das natürlich total hip und modern. Ja. Die lässt es nie los. Also zum Jazz bin ich eigentlich auch über meine Mama, die ja ein großer Big Band Fan war und immer Sinatra gelost hat und weiß ich was alles, Basie, nennen sie alle. Und durch das ist der Jazz. Und ich komme aus Holland gebürtig, da haben wir Dutch Swing College gehabt, wo unsere Traumorchester gewesen sind. Und durch das bin ich eigentlich so in dem hängen geblieben, sagen wir es mal so. Also, dient euch informieren, wenn die Matinees sind. Und dann habe ich noch gesehen, da gibt es sogar noch Saturday Night Jazz im Restaurant Gleibeck Casino. Da spielt dann Möckel, da spielt Gutfleisch, Sam Burka kommt und Michael Chubb und Friends werden hier auch auftreten. Tolle Art, um sich begegnen im Restaurant Gleibeck Casino hier in Kleinbasel. Danke, Jan. Gang noch mal zum nächsten Solo. Merci.